Ja, hallo, heute sind wir, ja, gibt es keine Folge, aber ich wollte euch so einen kleinen Bericht zeigen. Ich war zuletzt, am letzten Freitag war ich bei der Vinotheks-Eröffnung in Kastel eingeladen und wirklich sehr schöne neue Vinothek, die hier entstanden ist mit nachhaltigen regionalen Materialien, ist wirklich sehr schön gewesen. Auch eine sehr schöne Veranstaltung, da wollte ich euch jetzt einfach mal so ein paar Einblicke geben und ja, Silvana gab es auch. Also von dem her, schau einfach mal kurz rein. Ich melde mich am Schluss nochmal. Liebe Gäste, herzlich willkommen zur Wiedereröffnung unserer neu gestalteten Vinothek. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass wir wieder Gäste einladen können und dass wir uns hier in echt begegnen. Wir wollten einen Raum, der einladend wirkt und unser Weingut verkörpert. Regional verwurzelt, elegant, gastfreundlich und hell. Herr Ziegler von Maßwerk 5 aus Bad Mergentheim hat uns dabei sehr gut beraten und den Bau koordiniert. Eine wichtige Rolle sollte dabei natürlich heimisches Holz finden. Firma Rheinlein aus Geiselwind hat uns mit Steigerwälder Eiche kurzfristig und im richtigen Maß versorgt und die Firma Thallner aus Wiesentheid hat sie sehr schön verlegt. Wer von Ihnen allen einen Boden aus Kasteller Eiche haben möchte, dem seien diese beiden Firmen empfohlen. Überhaupt war der Bauablauf reibungslos, dank der beteiligten Firmen und dem Einsatz unserer eigenen Mitarbeiter und der Federführung von Matthias Schäfer. Das ist in Kastell ganz besonders gut gelungen. Der Boden ist zum Beispiel aus eigener Eiche aus den Wäldern rund um Kastell. Es gibt ja viele Verbindungsmöglichkeiten zu den Weinen, die in Kastell präsentiert werden. Die Theke ist ganz besonders groß, also schafft auch da wieder Raum für Begegnung. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit, wir reden heutzutage alle von Nachhaltigkeit. Das ist unser großer Megatrend heutzutage. Und gerade da, finde ich, ist es ein wunderbares Beispiel, die neue Vinothek. Und ich freue mich, dass wir sie gleich gemeinsam nochmal anschauen können. Weil genau das eigentlich der Grundgedanke von Nachhaltigkeit ist, über mehrere Generationen das Beste aus dem, was einem von Gott gegeben wurde, zu machen. Und das, finde ich, spürt man in dieser neuen Vinothek ganz Sir besonders. Bert Weisel hat einmal gesagt, ich zitiere, man kann nicht Teil einer Tradition sein, sondern die Tradition ist Teil von einem selber. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wenn ich jetzt vorhin wieder hierher gefahren bin, und ich darf öfters mal hier Gast sein, liebe Fürst Ferdinand, und ich bin das sehr dankbar dafür, dann merkt man diesen prägenden Bestandteil, den dieses fürstliche Haus für die Region zeigt. Da spürt man dieses imposante Schloss und darum herum kuscheln sich die Dörfer, die Häuser der Bürger. Und das ist so einladend, das ist, hat so eine tolle Aura, wirkt schon ein bisschen erhaben, hat aber trotzdem eine Noblesse, so wie die Familie auch. Theodor Heuss hat einmal gesagt, die Flüsse in Deutschland, an denen der Wein wächst, das sind die Lachfalten unserer Nation. So ein Haus wie dieses Fürstenhaus hier, so ein Ort wie Kastell, Herr Bürgermeister, herzlichen Glückwunsch zu diesen Einwohnern, die Sie hier haben. Das trägt dazu bei, dass aus diesen Lachfalten keine Sorgenfalten werden. Und das Franken, wie Stuart Pickett, ein bekannter englischer Journalist, der hat gesagt, Franken sei die dynamische Weinbauregion in Deutschland, ausgezeichnet mit den meisten Trauben pro Hektar im Grumio-Weingau. Das spricht für die Qualität. Herzlichen Dank aussprechen. Ein Dank an Sie, Fürst Ferdinand, auch für den Mut und auch für das Vertrauen an uns und unser Team, dass wir in dieser durchaus sehr anspruchsvollen Zeit diesen Schritt gewagt haben. Vielen Dank aber auch an Sie, liebe Gäste, für das Kommen. Ich denke, es ist Ihnen nicht besonders schwer gefallen, bei diesem Wetter nach Kastell zu kommen. Ich glaube, letzte Woche um die Zeit wäre es durchaus etwas schwieriger gewesen. Vielen Dank natürlich auch an die anwesende Presse und gern auch für die wohlwollende Berichterstattung. Vielen Dank natürlich aber auch nochmal an mein Team. Ohne euch wären wir alle nichts sozusagen. Wir können das nur gemeinsam schaffen und wir haben es gemeinsam geschafft. Wir haben eine durchaus sehr aufreibende Zeit erlebt. Wir haben hier im Büro gesessen mit Presslufthammer im
Hintergrund. Wir haben intern, sage ich mal, uns betrieblich gegenseitig geholfen. Auf einmal wurden aus Weinbergsmitarbeitern, wurden Handwerker, wurden Elektriker, aus Kellermitarbeiter wurden professionelle Maler. Also von daher, das zeigt schon, wir halten zusammen, denn wir sind Kastell und wir lieben Silvaner. Und dass wir Silvaner lieben, ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen durchgeklungen in dem ersten Getränk, ein Silvaner Sekt. Wir werden aber noch weitermachen. Es gibt einen jungen Silvaner, einen Silvaner Gusswein, der jetzt gleich ausgeschenkt werden wird. Es wird aber auch was Gereiftes geben, einen 2016er Lagenwein. Und da freue ich mich jetzt einfach, mit Ihnen ganz persönlich ins Gespräch zu kommen, einen wunderbaren Abend zu verbringen. Genießen Sie die Zeit in Kastell und kommen Sie wieder. Gerne auch ab morgen gibt es die Möglichkeit jetzt bis Anfang Oktober in unseren Kastell-Aperos, jeweils samstags von 16 bis 20 Uhr in ähnlicher Zusammensetzung wie hier, einfach ein gutes Glas Wein zu genießen, eine Kleinigkeit zu essen, so ein Stück Normalität wieder zu gewinnen. Ja, das war unser kurzer Bericht über die Vinotheks-Eröffnung. Wirklich durchaus gelungen, also war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung mit vielen bekannten Gesichtern, ja, dass man sich auch mal wieder sieht. Echt schön. Jetzt noch kleiner Ausblick. Ich habe dann noch mal mit Peter Geil gesprochen, dem Weingutsleiter, und wir machen noch mal ein WhatsApp auf dem Weingut demnächst. Also ihr könnt euch freuen. Machen wir demnächst, dann zeigen wir euch auch ein bisschen mehr über die aktuelle Kollektion vom Weingut Kastell. Also, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.